Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Unit. Ja, wir sind im Moment an einer losten Nicht-Siegeserie dran. Und im letzten Part haben wir gesehen, ein Gengar. No. Und wir spielen jetzt heute auch Gengar. Ich habe hier drauf einmal Walbans, Goblins, um zu britten. Ja. Hier, Body Barrier. Das ist so das Einzige, was ich da drauf spiele. Wir werden natürlich hier spielen Bürde mit, im Combo into Matschbombe. Mit Spukball funktioniert es ja leider nicht. Aber gut. Warum haben alle Tränke mittlerweile? Ist das die neue Meta? Keine Ahnung. Irgendwie habe ich... Ah, Zeraora. Aha. So geil. Ich hoffe wenigstens den, also diesen Match gewinnen war, weil... Keine Ahnung. Nee, sieht nicht danach aus. Der einzige, der lost sein könnte, wäre Pantymos. Fiaro wird super strong sein. Alola Vulnona wahrscheinlich auch. Turtok und Lucario ebenfalls. So, let's go. Ich nehme immer ehrlich, da mal am Anfang schieß den mal da drauf. Dann können die mal machen. Ich hoffe einfach wirklich sehr, dass die ein bisschen ihren Stuff dazu beitragen. So. Super nicer Skin übrigens. Das ist so Safe Call. Kann ich nur appreciaten. So. Er hat mir den Buff geklaut. Bisasam, du bist ein Arsch. Ohne Scheiß. Also, nee. So zu spielen fängt. Also, ist einfach zum Kotzen. Nee, also, ne. Das ist das Dümmste, was du machen kannst, einen Jungler seinen Stuff zu klauen. Also wirklich. Bei aller Liebe. Bruder, wag es nicht. Du bist so ein Dreckshund. Also sorry, nee. Geh mir nicht auf den Sack. So. Ja, gegen zwei will ich mich jetzt auch nicht gerade messen. So spielt man Gengar. Nur mal so am Rande. Das ist der heiße Scheiß.
Viermal könnt ihr das machen, so. Bevor ihr nicht mehr solltet, weil ihr sonst den Cooldown nicht mehr habt. Easy. Das ist der way to go. Anscheinend sind die doch besser als ich dachte. Ah, schön. Also Gengar ist immer noch nach wie vor broken as fuck. Wenn man ihn spielen kann, sonst natürlich nicht. Doppel-K.O. Dreifach K.O. Oh, wow. Ich hätte noch die Ulti nachsetzen können, aber nein. Ich dachte eigentlich, das tut es. Also, das Ganze würde so passen, aber nein. Ich habe mich da letztendlich getäuscht. Weiter so! Das ist jetzt etwas ungünstig gelaufen, deswegen nehme ich auch immer Body Barrier mit, ne? Das muss man schon. Endspurt! Los! Fantastisch! Ja gut, da kann ich jetzt nichts machen. Sorry. Aber Ultraschaden reingezimmert trotzdem. Das Problem liegt jetzt eher, wir kommen nicht mehr weiter. Weil Bisaflor hier gammelt irgendwie hier in der Gegend herum. Weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll, anscheinend. Felinara hat nur 10 Points. Das wird nicht reichen. Mit dem hier vielleicht, aber so. Und jetzt gehen die noch in die Mitte.
in die Mitte legen. Ich kann ja nicht mal aushelfen, weil... Hä? War klar. Immerhin, den habe ich geschrottet. Und zwar komplett. Achtung! Fantastisch! Ja, sorry, ich kann nichts machen. Und Bisaflor weiß immer noch nicht, wohin mit seinem Leben. Der klaut mir jetzt den Hit hier. Body Barrier wird mir hier nichts bringen. Ich hoffe nur, dass ich das hier noch erledigen kann. Weil die gerade nach vorne preschen, wie die Wilden. Ja. Fantastisch! Und jetzt einfach nur tanken. Guck durch das an, was ich da in kurzer Zeit rausreiß. Wenn du wirklich so spielst, ja, easy noch gewonnen. Ja, also wenn du so spielst, dann ist eh vorbei mit Gengar. Habe ich dich gesagt? 16 Kills, easy. Easy. Ah, Gengar, ich lieb dich, Bruder. Ohne Scheiß. Und die Gegner waren jetzt nicht schwach. Absolut nicht. Die waren sogar teilweise broken as fuck. Aber wir haben es hingeschissen gekriegt mit Gengar. Wahrscheinlich kommt dieser Part noch, bevor ich alle anderen rausbringe. Wegen dem Halloween Special, Freunde. Ja, nur wegen dem Anfang, falls ihr denkt, so, hä, er hat ja gar noch nichts hochgeballert. So. Ja, wird eine Reihe starten wir schon... bald merken werdet. Ja, super cool, super cooler Einstieg auf jeden Fall ins Halloween. Ah, ich liebe ihn einfach, ich liebe Gengar. Ah. Ich liebe Gengar. Beste Leben. Ja, das war's von mir für euch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part und dann geht's chronologisch weiter. Von Anfang an bis zum Ende. Ich hatte einfach gerade Bock auf Gengar, weil der im letzten Part seinen scheiß Gengar so scheiße gespielt hat. Naja. Ich meine, ich habe gepunktet. Ich habe alles gemacht. Ich kann es euch noch zeigen. So, momentan sieht meine Siegerstatistik aus, wegen diesen Nulpen, kann man sagen. Und weil ich halt teilweise Charaktere nicht spielen kann. Oder eben nicht zum Punkten komme, weil wir können nur als Team stark sein. Hier war das mit Felinara. Ihr seht, wie er Gengar gespielt hat. Anscheinend nicht korrekt. Ihr seht auch Details hier. 40.007. Selbst ich habe mehr Schaden gemacht. So. Dann gucken wir jetzt mal unser Gengar an von heute. Das ist ein dezenter Schadensunterschied, ne? Also was Mar schon mal hier produziert hat, weiß ich auch nicht, aber definitiv nichts Interessantes und vor allen Dingen war er erst Level 12 der Vollidiot. Und was hier mit Zeraora abgegangen ist, weiß ich auch nicht. Irgendwie können die ihre Pokémon nicht spielen, wenn ich das jetzt hier mit meinem Zeraora vergleiche. Müssen wir darüber reden. Also wirklich mehr Schaden und Point. Also selbst das gegnerische Knackrack. Also das nenne ich Schaden, Freunde. Definitiv. Moment, ich kann euch nochmal zeigen, wie das mit Absol so abläuft. Wo habe ich einen guten Absol-Run? Also ihr seht, ich habe auch schon verloren. Und ziemlich hässlich sogar. Wo war mein... War das der? Ja. Übelst krank abgeliefert, muss ich sagen. Also... Und da habe ich auch nur 70.000 gemacht an Schaden. Aber
so abzuliefern, definitiv Gold wert. Da habe ich auch schon 0 gemacht, ne? Ja, also, das ist immer so durchwachsen. Teilweise kann ich spielen, teilweise so gar nicht. Ah, das ist auch noch so ein Thema. Wie viel habe ich hier gemacht? Ja, ihr seht, 108.000 schaffe ich auch. Wie, zwar Knacker ist immer noch stärker gewesen, aber ist mir egal. Ihr seht, was man alles reißen kann. Und ja, die Gegner waren nicht schwach. Ihr seht, was im Gegnerteam war. Fiaro, Lamus, Eldegoss, also, ne, Kotomi. Dann hatten wir noch Gardevoir und Mashomai. Und alle sind richtig heftig, wenn sie gespielt werden können. Ja. Und ihr seht einfach mal 21 Kills, 279 Points so. Das ist eine Hausnummer, Mann. Gibt es irgendwo, wo ich noch mehr Punkte hatte? Ja, irgendwie nicht. Das war zu Anfangszeiten mit meinem Liberlo. Als ich noch keine 30er Items hatte. Ja, jetzt habt ihr auch ein bisschen Einblick gekriegt in meine History. Jetzt habe ich euch zwar gespoilert, was so kommt noch, aber oder ob ich gewonnen habe oder verloren habe, aber ihr könnt ganz gerne schauen, warum ich verloren habe oder warum ich gewonnen habe. Meistens, wenn ich gewinne, ist das Team wirklich zu gebrauchen. Wenn ich verliere, ja, meistens wegen den anderen Teammitgliedern, ne? Und nein, wenn ich selbst Fehler mache, gestehe ich die mir ein. Immer. Aber ich sehe es nicht ein, mir die Schuld zu geben für einen Lose, wenn die irgendwie durch die Map rennen und nicht wissen, was mit sich anzufangen ist. Ne, so wie das Bisa Floor vorhin. Also da dachte ich mir auch, 40 Points und ich keine Ahnung, was der dort macht. Ich weiß ja, wenn ich allzu weit nach vorne preschen, aber dann gehst du doch mitten durch die Wald, also durch den Wald und gehst mal gucken. Ah ja, gut. Ist gerade niemand da, versuche ich abzulegen. Wenn halt nicht, also wenn du gestoppt wirst und stirbst, Pech gehabt. Aber wenigstens hätte er es dann versucht und nicht irgendwie, ich renne jetzt mal meine Runden und ich mach mal so gar nichts die halbe Zeit so. Also, keine Ahnung. Das ist wieder Punktehelfer da. Ich finde den einfach useless. Ich finde den Pussy-Mode. Das ist wie wenn du bei, also ich gebe zu, es macht Fun, bei Monster Hunter World mit der Heavy Bowgun zu spielen oder was auch immer, mit den Bowguns allgemein. Aber es ist die Pussy-Methode. Und ich mag Pussy-Methoden so gar nicht. Wo war das jetzt? Hier, Items. Ich hab das Ding nicht mal. Ich hab's mir nicht mal gegönnt. Hier. Punktehelfer. Gewähr dein Schild, während das Pokémon zu punkten versucht. Das finde ich sowas von einer Pussy-Methode. Entweder hast du die Eier, killst die Viecher vorher, oder stirbst halt dabei. Ne? Oder du kommst halt gar nicht zum Zug. Und so spiele ich. Falls den einen oder anderen es aufregt, dass ich nicht mit Punktehelfer spiele. Das ist einfach Pussy-Methode. Sorry, so kann jeder punkten. Das macht keinen Match aus. Schon klar sind die meisten Master geworden, wenn sie einfach so einen Punktehelfer haben. Es tut mir leid, mache ich nicht. Ich besiege meine Gegner, Gedanken und fertig. Oder ich renne einfach hin und danke. Und wenn mich halt einer aufhält, dann muss er halt über meine Leiche gehen, bevor ich da weggehe. So. Oder ich muss die Flucht ergreifen, gehe mich heilen und versuch's wieder. So, diese Points gibt's. Alles andere ist lost. Alles andere kann ich nicht appreciaten. Wenn ich sage, du hast doch keine Ahnung, das ist halt ein legitimes Hilfsmittel, dann benutzt es. Nerv mich nicht damit, dass, wenn ihr das benötigt, um Punkte zu generieren und zu gewinnen, dann macht es, aber ohne mich. Ne? Also ihr könnt gerne spielen, was ihr immer möchtet, aber ist halt nichts für mich. Ich erarbeite mir meine Punkte. Ich muss mir nicht den Pussy-Bonus holen, so wie bei den Frauen zum Teil den Titten-Bonus, ne? Wenn sie irgendwas kriegen. Ne? Das ist Pussy-Modus.
entweder richtig oder gar nicht. So ist meine Devise. Tüdelö.